Banner des Sieges. Diesen Namen gaben die Jugendverbände aus 7 sozialistischen Ländern einem internationalen Motorradkorso, der zum 25. Jahrestag der Befreiung vom hitlerfaschistischen Joch, dem Kampf- und Siegesweg der Sowjetarmee folgte und auf dem Roten Platz in Moskau begann. Es weht ihm jene Fahne voran, die am 30. April 1945 von Soldaten der ruhmreichen Sowjetarmee auf dem ehemaligen Reichstagsgebäude zu Berlin gehisst wurde. Mai 1970, 16 Uhr. Die Jugendstaffette trifft an der Kreisgrenze in Naundorf ein. Viele hundert FDJler, Pioniere und Bürger dieser Gemeinde und der Umgebung begrüßten die Repräsentanten der 7 teilnehmenden sozialistischen Staaten. Führende Vertreter von Partei- und Massenorganisationen, unter ihnen der erste Sekretär der SED-Kreisleitung, Genosse Adolf Hahn, der Vorsitzende des Rates des Kreises, Genosse Günther Bayer, der zweite Sekretär der FDJ-Bezirksleitung, Genosse Horst Mosig, entbieten dem Fahnenkonvoi ihr herzliches Willkommen. Höhepunkt der Manifestation unzerstörbarer Freundschaft zur Sowjetunion und den sozialistischen Staaten wurde das Pflanzen von 25 Rosenstöcken durch die Leiter der Delegationen sowie die Enthüllung einer Erinnerungstafel an diese internationale Aktion der Jugend zum 25. Jahrestag der Befreiung. Aufgebot der Freien Deutschen Jugend des Kreises Freiberg bildete die Staffette Banner des Sieges einen entscheidenden Höhepunkt, den die Jugend unserer Kreisorganisation mit würdigen Taten zur allseitigen Stärkung unserer Deutschen Demokratischen Republik vorbereitete. So unter anderem studieren rund 6.400 Jugendfreunde im Studienjahr der Freien Deutschen Jugend. FDJler erwarben das Abzeichen für gutes Wissen, Jugendbrigaden und Jugendobjekte wurden gebildet und Jugendliche verpflichteten sich als Soldat auf Zeit. Die Jugend und die Bevölkerung unserer Stadt begrüßen sehr herzlich die Repräsentanten der Staffette, so unter anderem den Genossen Fedotow, Sekretär des ZK des Leninschen Komsomol,
Generalmajor Giljin, Veteran der bulgarischen Delegation, Generaloberst Rodimtsev aus der UdSSR, Generalmajor Georgiai aus Ungarn und Generalleutnant Chlat aus der GSSR. Das Siegesbanner, getragen vom Komsomolzen Sinirov aus Uljanowsk, der Geburtsstadt Lenins, weht in der Bergstadt Freiberg und erinnert uns an jene historischen Stunden vor 25 Jahren, als der imperialistische Zweite Weltbrand am Brandenburger Tor von Brigaden der Sowjetarmee für immer ausgelöscht wurde. Sekretär der SED-Kreisleitung, Genosse Adolf Hahn, eröffnet das Meeting und führt weiter aus. Wir freuen uns sehr, dass die Stafette den Weg durch unsere alte Bergstadt Freiberg nimmt. Dank euch, ihr Sowjetsoldaten! Als Vertreter der FDJ-Kreisorganisation begrüßte Genosse Gerolf Müller die Teilnehmer der Stafette. Wir sind stolz und voller Hochachtung vor den Mitgliedern der Stafette Banner des Sieges. Es macht uns froh und glücklich, aus Anlass des 25. Jahrestages der Befreiung vom Faschismus besonders unsere sowjetischen Genossen begrüßen zu dürfen und ihnen in tiefer Hochachtung danken. Es ist für uns junge Menschen ein erhebendes Gefühl, die rote Fahne begrüßen zu können, die uns 1945 den entbrennenden Morgen verkündete und unser aller Herzen entzündete. Liebe Freunde, wir möchten euch bitten, diese Kassetten, die jetzt junge Pioniere euch überreichen möchten, mit Hunderten von Briefen, Jungen und Mädchen der Kinder- und Jugendorganisationen eurer Länder zu geben, um unsere Freundschaftsbeziehungen noch tiefer zu gestalten. Für den überaus herzlichen Empfang bedankte sich der Vertreter der ungarischen Teilnehmer im Namen aller Delegationen. Mit dem Siegesbanner, umgeben von Fahnen der sozialistischen Länder und unseres Jugendverbandes, formieren sich die Teilnehmer der Stafette und begeben sich auf Einladung des Rates der Stadt zu einem Imbiss in den städtischen Festsaal. Der Beifall der jungen Pioniere brandet auf, als die Repräsentanten der Stafette mit ihren Gastgebern den Ratskeller betreten. Genosse Gerolf Müller sagte: Das Vermächtnis der Befreier lebt in der Jugend der Deutschen Demokratischen Republik. Der 25. Jahrestag ist für uns zugleich ein Kampfauftrag, das Werk des antifaschistischen Widerstandes im engen Bündnis mit der Sowjetunion fortzusetzen und alles für die Stärkung unserer Republik zu tun. Die Eintragungen in das Ehrenbuch der Stadt Freiberg und der Freien Deutschen Jugend erinnern auch später noch an dieses große Ereignis.
Zur bleibenden Erinnerung überreichen junge Pioniere den Teilnehmern der Stafette Banner des Sieges die Ehrenteller der FDJ-Kreisorganisation im Leninaufgebot. Unsere teuren Gäste verabschieden sich von den Bürgern Freibergs. Zurück bleibt in unserem Kreis eine sowjetische Flagge mit den Unterschriften der Teilnehmer an diesem internationalen Korso Banner des Sieges. Das rote Banner, als Symbol des Sieges über den Faschismus gehisst, wurde auch zum Symbol des Sieges des Sozialismus.